In der Tat, Abelmir, ist es euch gelungen, mir einen Boron-Geweihten zu finden? Nun ja, ich habe eure Liste organisiert. Schauen wir einmal nach. Finde ich da einen Boron-Geweihten? Eine aus Festum, ja. Hier, dieser scheint geeignet zu sein. Ich weiß nicht um deine Kompetenz, aber vielleicht sprecht ihr selber mit ihm. Ihre Kompetenz. Ja. Ihre Kompetenz. Aber Zulamin, was möchtest du denn mit einem Boron-Geweihten? Das sind in der Regel doch nicht umgängliche Gesellen. Nun, ich bin tatsächlich nicht sicher, inwieweit man sie einweihen kann, aber ich habe einige drängende Fragen. Aber betrachten wir es als ein Gedankenspiel. Vielleicht hat ja einer der Anwesenden eine gute Antwort darauf. Einmal angenommen, ich hätte den Geist eines Paktierers in einem Artefakt gebunden. Wie würdet ihr mit ihm verfahren? Und wir müssten ihn exorzieren, ganz klar. Nun, man könnte auch anders an die Sache herangehen. Ein Bannfluch möglicherweise. Nun, mir wäre daran gelegen, dass es auf Boron-gefällige Weise geschieht. Aber ich bin nicht vertraut mit den Liturgien der Boron-Kirche. Zumindest nicht so sehr, was, nun ja, die Totenriten angeht. Etwas mehr, wenn es um das Thema Träume geht. In diesem Punkt sollten wir uns vielleicht noch einmal persönlich unterhalten. Ich habe einige Erfahrungen sammeln können, nachdem nun wir einer gewissen Ghoul-Invasion von der Schippe gesprungen sind, gewissermaßen. Habe ich doch länger mit einem Boron-Geweihten reden können und einige interessante Einblicke in deren Kult gewinnen. Ghule? Oh, das klingt ja sehr unappetitlich. Oh, das war es. Es hat dann doch massiv gestunken. Zum Himmel, könnte man fast sagen. Aber wir haben uns der ganzen Sache erwehren können und am Ende, nun, ich stehe hier und die Ghule nicht. Das ist ein Gewinn, würde ich sagen. Ja, wenn vielleicht bringt ihr wertvolles Wissen in dieser Sache mit. Ja, wenn ihr auch Interesse an Wasserleichen habt, müsst ihr euch nur in den Hafen begeben. Ich habe erst heute Morgen eine gefunden. Das ist... Ihr habt Wasserleichen hier am euren Hafen? Sulam, ich muss doch sehr bitten. Nun, hier wurde viel gekämpft. Ich denke, es ist durchaus vorstellbar, dass noch Leichen im Hafenbecken sind. Ja, das kann ich euch versprechen. Dann sollten sie vielleicht bergen und ordnungsgemäß bestatten. So gehört sie das im zwölfgöttlichen Glauben. Naja, das klingt doch nach einer sehr guten Aufgabe für einen Praios-Geweihten. Mir ist die bedauerliche Kunde zutage geworden, dass der werte Yalan ins Licht gegangen sein soll. Was hat es damit auf sich? Könnt ihr das näher ausführen? Naja, erstmal ist doch an nichts bedauerlich, aber Zulamin, führ doch mal gerne aus. Nun, wir befanden uns auf der Quanions-Queste. Es ging um ein gewisses verfluchtes Schwert. Und nun ja, Yalan war, wie man so schön sagt, Feuer und Flamme. Die Sache war ihm sehr wichtig. Und nun ja, je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr strahlte Praios Glanz durch ihn hindurch. Und als wir unser Ziel dann schließlich erreicht hatten, da verabschiedete er sich und löste sich in Licht auf. Ach, das, was für eine Glorie. Nun, es erinnert mich ein wenig an unseren Teil der Quanions-Queste, nicht wahr, Praiodur? Ja, nun, Praios stand mir nicht so nah wie Yalan anscheinend. Den alten Hexenvölkern, das ist tatsächlich ein Zauber bekannt, mit dem man ein unliebsames Opfer in Licht verwandeln konnte. Es ist widerlich. Ich bin sicher, dass der Mann nicht einer magischen Falle zum Opfer gefallen ist. Ja, ich bin mir sicher. Sehr sicher. Ich würde einer so kompetenten Geweihten wie Zulamin durchaus zusprechen, dass sie spüren kann, wenn sich eine Menge von kamaler Energie des Herrn Praios manifestiert. Nicht wahr? Und, Praiodur, ihr müsst euch nicht grämen. Dieses Ereignis war das Ende eines sehr, sehr langen Wegs. Ihr wisst, was Yalan über all die Jahre für die Götter und die Menschen gegeben hat. Und nun ja, ich denke, es war eine Erlösung. Nun, er hat nicht nur
für die Menschen gegeben, sondern auch von den Menschen genommen. Ich erinnere mich da an einen Vorfall, bei dem wir nun bei seiner Frau eingedrungen sind, um seine Sachen zu requirieren. Ich gräme mich nicht. Ich freue mich für ihn. Er ist dem Herrn Prahl so nah. Und was? Ihr habt einen Prahlsgeweihten bestohlen? Nein, eine Rondra-Geweihte. Das ist ein... Das ist nicht viel besser. Nun, es ja, war... Ja, aber es gehörte ihm doch. Richtig. Wenn ich richtig informiert bin. Nun, warum habt ihr sie da nicht gefragt, einfach? Nun, ihr kennt seine Frau nicht. Sie ist gewissermaßen, Sie ist eine Furie. Sie ist furchtbar. Das steht doch nicht zur Auswahl. Es gehört ja. sich nicht, einfach so Sachen zu nehmen, die einem nicht gehören. Es gehört ihm doch. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Jalan hat sein Zeug von seiner Frau geholt, die nichts mehr von ihm wissen wollte. Und dass er das heimlich tut, ist wahrscheinlich nur, weil er auf ihre Gefühle Rücksicht nehmen wollte. Nach allem, was ihr mir sagt, hat ihre besagte Frau dann allerdings im Schlepptau mitgebracht. Nun, nicht ganz. Es hat sich ja... Ach, es war doch etwas komplizierter mit, den ganzen ja. Verwirrungen und Verwerfungen. Ihr habt euch doch nicht wohl etwa nicht erwischen lassen. Nun, ich mich nicht, aber... Nun, Jalan war nie so subtil wie ich. Oh ja, ich erinnere mich an einen Vorfall in Parainabad. Wir haben es nie ganz aufgeklärt und natürlich haben wir ihn verteidigt, aber irgendetwas ist er vorgefallen. Wir sollten nicht so von dem Tod reden. Aber er ist doch entrückt und nicht tot, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, was genau ist der Unterschied? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Man sollte nicht von Leuten reden, die sich nicht verteidigen können, nicht wahr? Naja, macht euch keine Sorgen. Würdet ihr schlecht über Jalan reden, würde ich euch die Köpfe einschlagen. Sehr beruhigend. Also, trinken wir? Meinen Humor nicht, aber gut. Und was eure Frage angeht, Serpentilio, denkt ihr nicht, dass es eine große Gnade ist, nicht den Tod erleiden zu müssen, sondern direkt ins Paradies eingehen zu können? Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe, Capitania. Die Frage ist, was für uns der Unterschied ist. So oder so ist der Mann nicht mehr in dieser Sphäre verankert und für uns nicht greifbar. Ob er gestorben ist oder entrückt wurde oder zu winzig kleinem Staub, den man nicht mehr sehen konnte, zerblasen wurde oder was auch immer ihr wollt, so oder so, er ist fort. Wisst ihr, dass ich über eine interessante Liturgie verfüge, die Dinge temporär entrücken kann? Nun, dann verlasst ihr euch allerdings darauf, dass eine außersphärische Entität so gnädig ist, sie euch wieder zurückzugeben. Was heißt eine außersphärische Entität? Ein Gott? Eine Wesenheit, die nicht in dieser Sphäre verankert ist, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ich bin auch in der Lage, Dinge in den Limbus zu entrücken, wenn ihr es so wollt. Nichtsdestotrotz bekomme ich sie dort wieder nicht wieder hinaus, wenn nicht irgendwer, der dort ist, sie wieder zurückwirft. Nun, das spricht für eure Unfähigkeit. Nun, ich bin kein angewandter Sphärologe, wenn ihr so wollt. Nun. Ich bin mir sicher, weil mir hat da reichliche Fortschritte in letzter Zeit gemacht. Was? Ich? Nein. Was die Sache mit der Pforte in... ihr wisst schon, wo angeht? Es klopft an der Tür. Und wenn sie dann aufgeht, könnt ihr sehen, wie eine kleine, rutzige Gestalt hineinkommt. Ah, hallo. Na, soll ich jetzt die Leute auf die Liste schreiben? Ich habe gehört, es sind neue Geweihte an Bord gekommen. Ein Primus... Dr. Rumpel. Ein Primus? Ja, sehr gerne. Ja, okay, ich setze mich einmal mal. Vorsicht mit meinen Beinchen. So. Er schlägt sein großes Steuerbuch auf und holt ihr versteht, seinen damit wir nicht den Überblick verlieren und wissen, wer an unserer Seite steht. Ja, genau. Ich hatte jetzt angenommen, dass der Prajos-Geweihte und ihr müsst sicherlich ein Fex-Geweihter sein. Wollt ihr uns begleiten? Und ich bin mir nicht ganz sicher. Der Elf, der oben unsere Segel beschädigt. Sollen wir das in Rechnung stellen und wenn ja, wem? Und er beschädigt die Segel? Die Mannschaft flucht schon über ihn. Einer ist fast heruntergefallen. Ein schönes Schleifchen in die Taue. Einer ist fast heruntergefallen. Vielleicht sollte ihn jemand freundlich bitten, damit aufzuhören. Ich wollte nur fragen, ob die jetzt alle mitkommen. Ich glaube, diese Rechnung solltest du an den Baron senden. Treibiger, der kümmert sich immer um sowas. Ronga, wärst du wohl so freundlich und würdest dich um unseren guten Mendarion kümmern? Währenddessen spreche ich mit dem werten Herrn Golm hinsichtlich der Kosten. Jawohl, das können wir gerne tun. Ein Baron stelle ich immer gerne etwas in Rechnung.
Ja, bin ich schon wieder dran, mich um ihn zu kümmern. Naja. Ja. Und ob wir euch begleiten werden, nun, das steht noch in den Sternen. Natürlich würde meinem Herz nichts mehr gefallen, als an der Seite einer so schönen Frau zu sein. Aber nun, leider sind die Dienstzeiten doch etwas kompliziert. Und wenn der Baron uns braucht, so müssen wir folgen. Nicht wahr, Trabgor? Hat doch nun gewisse Aspirationen. Wir müssen treu an seiner Seite stehen. So hat es Herr Preuß befohlen. In der Tat. Deshalb können wir jetzt noch keine Aussage darüber treffen. Aber nun, wir werden sehen, wohin die Reise uns führt. Also gut, ich hätte nur angenommen, dass ihr jetzt mit an Bord seid, weil... Aber dann soll ich wieder gehen? Störe ich euch bei irgendetwas Privatem? Nein, aber ich wüsste auch gerade nicht, inwiefern wir eurer Dienste bedürfen. Ihr dürft euch entfernen. Okay, ich wollte nur... Ich gehe dann wieder. Ihr da, es sieht sehr unbequem aus für Meister Serpentilio, so wie ihr ihn einquetscht. Das würde mir gar nicht gefallen. Ihr müsst damit aufhören. Was soll das denn jetzt heißen? Ich und Meister Serpentilio hier haben uns einfach ein bisschen besser kennengelernt. Wir sitzen hier beide sehr gemütlich. Abdank. Es sieht schmerzhaft aus. Diese... Nun, ihr vergesst, dass meine Knochen ein klein wenig stärker sind als eure. Aber nichtsdestotrotz, Abdank für eure Mitgefühl. Okay, tschüss. Ich versuche mir den Schultern irgendwie ein wenig weiter auseinanderzudrücken, aber es geht natürlich nicht. Ja, bei diesem Versuch wird der Arm um dich gelegt von Ronga und ich näher rangedrückt. Oh, diese die Achsel wurde wohl auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gewaschen. Habt ihr schon mal das Kellergewölbe der Bravaga Akademie betreten? Was? Nein, Bravag da unten war ich noch nicht. Wirklich, man sollte meinen, ihr werdet mit dem Geruch intim bekannt. Ach, daran gewöhnst du dich noch. Du wolltest anfangen zu trinken, dann vergisst du das schnell. Ja, warum eigentlich nicht? Findest du, dass es unangenehm riecht? Warte. Ich hole Stollen Nummer 5 hervor und sprühe Serpentilio einmal ein. Das ist vermutlich eine leichte Verbesserung der Situation, oder? So, das nach ist was, besser. Nach was riecht Stollen Nummer 5 eigentlich? Nach einem abgestandenen Pilzen. Stollen voller Pilze. So könnt ihr noch gemeinsam einen vergnüglichen Abend bei Wein verbringen, bei den Schnapssachen, die gereicht worden sind, die mitgebracht worden sind, und euch dann über die verschiedenen Unannehmlichkeiten austauschen, die euch im Verlaufe der letzten paar Monate und Jahre widerfahren sind, seitdem ihr euch das letzte Mal gesehen hattet. Ja, irgendwann könnt ihr euch dann voneinander trennen. Zumindest diejenigen Helden, die auf das Schiff geladen waren. Die da wären Midas aus Lohwangen, Praiodur, Ronga und auch der Elf Mendarion wird irgendwann vom Schiff heruntergeholt von den Matrosen. Der kleine Gräumling regelt noch das Finanzielle mit Midas, damit der Baron Travigor da zur Kasse gebeten wird, um die Schäden von Mendarion zu ersetzen. Und so seid ihr doch relativ abgekämpft, wenn ihr dann das letzte Mal die Tür klappen hört und dann zumindest erstmal wieder unter euch 6 seid, plus Hassan, der die ganze Zeit sehr bewegungslos in der Ecke steht, wie ein Schatten. Ja, wenn Midas sich verabschiedet, meint Sudamin noch: Ich denke, wir sehen uns die Tage noch einmal. Nun, es wäre mir ein großes Vergnügen und ich... hoffe, dass das so ist. Morgen vielleicht in eurem Tempel. Gerne. Dann bis morgen. Und er drückt sie einmal sehr freundschaftlich und entschwindet dann. Ja, derweil die anderen. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr tun möchtet am heutigen Abend? Das Gespräch auch unter euch selbst ausfaden lassen? Oder gibt es noch irgendwas, was ihr zu 6 klären möchtet? Wir haben den Plan, right? Ihm, hast du meinen Helm mitgebracht? Ja, aber ich will mir... Also, Boltax, ich habe versucht, ihn mir aufzusetzen. Ich glaube nicht, dass der passt. Der ist sehr, sehr klein. Also, da passt sein Kopf nicht rein. Lass mich das mal ausprobieren. Ja, und ich würde ihn aufsetzen. Passt doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Guck mal.
Und das schöne Rot, das wirkt doch richtig wieder. Ja. Also jetzt bin ich aber wirklich überrascht, Bulltags. Da hast du dir was wirklich Feines anfertigen lassen. Steht dir. Dankeschön. Naja, ich kann ja kein Eisen und so tragen und da war Chitin die beste Möglichkeit, nicht wahr? Wie laufen eure sonstigen Besorgungen so? Naja, dieses und jenes. Ich habe die Seelenwanderung erlernt. Das ist gut. Ich habe Lahalkash angeordnet, einige... Nun, unsere Geschosse ein wenig aufzustocken. Hab ihn dazu zusammen mit Rabenmund einige Lehrlinge, Zimmermannslehrlinge zur Verfügung gestellt. Außerdem werde ich mich wohl demnächst dran setzen, die Materialien für den Gürtel zu beschaffen. Sehr gut. Ich habe noch einmal darüber nachgedacht, ob wir die Miona hierher locken sollten oder wo wir sie am besten konfrontieren. Und ich muss gestehen, ich komme immer wieder zu einem Schluss, der mir selbst nicht gefällt. Und zwar, wenn wir darauf setzen, dass sie hierher kommt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke, Rafim hat recht, da Bedenken zu äußern. Und nun ja, die logische Schlussfolgerung ist, dass wir nach Zorgan müssen. Dort, wo sie über... naja, die ganzen Truppen des Königshauses verfügt und wir nur einen relativ schwachen Stand haben. Hat sie denn überhaupt Grund, uns zu misstrauen oder zu wissen, dass wir ihr misstrauen? Vielleicht wollen wir ihnen den Gürtel auch einfach als Geschenk überreichen. Ich meine, die haben ja auch schon den Spaß. Ja, ich denke, dass das ein guter Ansatz ist. Lasst uns überlegen, was sie weiß. Sie weiß, dass wir in Yerkesh waren und hat uns aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Rasulan und Iphemia hinterhergeschickt. Sie weiß, dass Iphemia nicht zurückgekehrt ist, aber selbst Rasulan dürfte nicht wissen, warum genau. Aber all das sollte keinen Verdacht wecken, dass wir etwas über sie wissen, oder? Nun ja, sie wird sich schon Gedanken machen, warum sie verschwunden sind und wie. Das ist richtig, aber die Kapitana hat recht. Das steht nicht im Zusammenhang, dass wir wissen könnten, dass sie noch unter uns weilt. Sagen wir, sie verdächtigt uns, Iphemia getötet zu haben. Das ist möglich. Dann hätten wir wohl gemeinsam um den Gürtel konkurriert. Und offensichtlich haben wir den Sieg davon getragen und den Gürtel in unserem Besitz. Wir könnten andeuten, dass wir versucht haben, ihn zu zerstören, aber nicht erfolgreich waren. Und deswegen gerne hätten, dass er dort verwahrt wird, wo auch der Splitter verwahrt wird. Was ja ein sicherer Ort zu sein scheint. Ich denke nicht mal, dass das möglich ist. Nötig ist zu sagen, dass wir versucht haben, ihn zu zerstören. Schließlich ist er dir so ja gleichzusetzen mit sowas wie dem Splitter, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ich denke auch, so etwas sollten wir nur. Warum sollten wir dafür die Mittel haben? Ich denke, so etwas sollten wir nur auf Nachfrage äußern. Denn wir sind zuerst nach Janka zurückgekehrt. Wir sind nicht direkt zu ihr gekommen. Das sollten wir bedenken. Weil in Janka unser Schiff ist und wir hier die Möglichkeit haben, den Splitter erstmal zu verstauen, sowie genug Kräfte, um ihn zu verteidigen. Wenn ihr die guten Nachrichten hören möchtet, Kapitania, alle Bestandteile unseres ursprünglichen Planes sind tragbar. Gut. Dann kommen wir der Sache ja schon näher. Und der Fexgeweihte, der eben hier war, meint, er könnte sich auskennen. Ich werde herausfinden, wie viel er weiß. Möglicherweise kann er mich eine Liturgie lehren, mit der wir die Miona dorthin schicken können, wohin sie gehört. Und ansonsten werde ich mit dieser Boron-Geweihten sprechen, die sich offenbar ebenfalls in der Stadt aufhält.
Naja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Gut, dann werden sich unsere Magiebegabten darum kümmern, die Seelen zurückzutauschen. Und ich kann es hoffentlich übernehmen, die Seele gen Borons Hallen zu schicken, auch wenn wir alle wissen, dass der Seelensammler sie dort nicht ankommen lassen wird. Ja, aber das ist dann nicht mehr unser Problem. Mit Zeit und in den reichen Materialien können wir versuchen, eine Möglichkeit zu erörtern, die Seele zu vernichten, aber weder das eine noch das andere haben wir. Nun, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass sie im Limbus umherspukt. Denn jemand könnte sie von dort zurückbringen. Und wir arbeiten dran. Und so könnt ihr euch trennen. Könnt gemeinsam aufbrechen in eure Kajüten und beziehungsweise euch ins Bett legen und die nächsten paar Tage damit zubringen, Janka zu erforschen beziehungsweise zu brauen. Serpentino, du möchtest einen Geisterelixier brauen, oder? Oh Gott, ich habe so viel vor. Nein, ich nutze nicht nur das Geisterelixier. So, das Geisterelixier ist was Wichtiges. Also fangen wir damit an. Und zwar nicht eins, sondern zwei. Nur du hast einen Totenschädel. Der wird hier nicht verwendet. Doch, ein menschlicher? Ein menschlicher Totenschädel? Ja, aber den werde ich nicht hierfür verwenden, denn die Qualität dieses montierten Dinges ist mir zu fragwürdig. Deswegen werden wir, falls ich nicht irgendwie an. Vermutlich lässt sich in der Stadt kein Leben darauf treiben, aber mit Rafim einen Abstecher in den Busch unternehmen und einen Moosaffen einfangen. Oder ja, zwei. Könnt ihr in den nächsten 7 Tagen sicherlich machen. Außerdem, weil ich dann nicht mit einem, zumindest nicht mit einem toten Menschen arbeiten muss. Okay, ich hätte nämlich angenommen, dieser Totenschädel ist für das Geisterelixier, aber du hattest ja noch andere Dinge vor. Der Totenschädel ist für das Bandpulver gegen Geister. Okay, also Geisterelixier. Was kann ein Geisterelixier? Wenn's ein Geisterelixier, ein hochkonzentriertes, wie wir es hier erschaffen wollen, schräg haben, denn es wurde ja im Forum bereits ausgewürfelt, ja. Macht den damit behandelten Körper, so ein Pulver, Elixier ist ein schlechter Name, anfällig für Besessenheiten gegen Geister. Wenn man das hoch genug dosiert, fährt ein angezogener Geist sogar permanent in den Körper ein. Auf Qualität F. Qualität F. Was hast du im Forum gewürfelt? F. Alles klar. Ich habe die Probe so dimensioniert, dass ich nicht würfeln muss, dass es immer F wird. Habe ich gesehen. Ist so akzeptiert. Dann wolltest du Heiltränke machen. Heiltränke. Wir setzen 7 Stück auf. Die müssen dann eine Woche stehen. Und werden dann einfach mit abgekochter Maronensud heruntergedünnt, sodass wir hinterher 21 D-Tränke haben. Okay, das ist dann auch der Grund, warum ihr die nächsten 7 Tage euch nicht bewegen könnt. Ja, im Grunde muss das Zeug nur stehen, aber ich werde es garantiert nicht auf irgendeinem schaukelnden Schiff irgendwie ruhen lassen, in der Hoffnung, dass es schon nicht kaputt geht. Gut, dann Geisterbannenpulver hast du gesagt. Was kann das? Man kann damit einen Kreis ausstreuen, das können auch Laien tun. Also die streuen halt wirklich einen Kreis aus oder wer es kann, zeichnet halt einen Schutzkreis damit, der für die Zeit von einer Woche alle Geister aus dem bezeichneten Gebiet fernhält, diese dann aber eine gewisse Rachsucht auf den Anwender entwickeln. Gut, noch irgendwas außer diesen 3 Elixieren? Geisterelixier, ja, Traumwindelixier. Traumwindelixier, okay. Das hatten wir vor einiger Zeit mal genommen. Hast du die Qualität schon ausgewürfelt? Auch da ist die Probe so dimensioniert, dass immer F rauskäme. Okay, was tut F, Geistwindelixier? Trend, wir haben es damals, nicht wir, aber für die Seeschlange. Einige Leute haben es damals vor langer Zeit benutzt, um eine Seeschlange zu lähmen. Es trennt den Geist, die Seele vom Körper und sie wandert dann ziellos umher. Hoffentlich, wenn wir alles richtig machen, nicht gar so ziellos, weil wir sie direkt daraufhin fangen, aber es ist ein unklarer Teil des Plans. Interessant. Wir hatten noch eine Dosis hier. Da Serpentigli aber natürlich nichts traut, was er nicht selbst gemacht hat, wird er die vermutlich untersucht haben, um dann seine eigenen dafür zu ersetzen. Okay, dann könnt ihr mit Geistern umgehen, ihr könnt Geister von Körpern trennen und ihr könnt Geisterwesen in Körper einfahren lassen und zur Not auch Leute heilen. Das ist die Vorgabe. Mein Zauber, nicht wahr? Für das. Genau, es ist richtig. Boltax müsste einmal den. Die Seelenwanderung. Die Seelenwanderung für das Traumwindelixier wirken. Oder den Blick in die Gedanken. Der geht tatsächlich auch, sagt das Buch. Ich nehme den Blick in die Gedanken, weil ich den höher habe und als der Substitut dann auch nicht gelingen wird. Und letztlicherweise zählt der Blick in die Gedanken hier als sinnvolle Substitution. Frag mich nicht. Du kannst mit dem Blick in die Gedanken halt auch in Träume eindringen. Ja, aber es geht ja eigentlich darum. Ist egal. WDA sagt das, also machen wir es so. Dann, fertig.
Wir müssen aber nur gucken, ob du nicht patzt. Okay, das ist viel. Was für ein Wurf. Oh, das ist fast Crit. Serpentilio, nennen wir mal die oberflächlichen Gedanken, während Boltax vor dir seinen Zauber wirkt. Boltax riecht nach Stollen Nummer 5. Kann das Zeug nicht mehr riechen. Aber es ist immer noch besser, als Boltax zu riechen, wenn er Stollen Nummer 5 nicht trägt. Sollte ich etwas sagen? Oder überhalte ich das eigentlich für mich? Serpentilio, du kannst Stollen Nummer 5 nicht ertragen. Was ist das denn mit dir verkehrt? Seht ihr mir etwa in den Gedanken, Boltax? Serpentilio hat sich eine Woche Zeit gebeten und die sollt ihr bekommen. Rafim, was möchtest du in der Zeit tun? Ich bin noch nicht fertig. Ja, ja, ist mir schon klar. Rafim. Okay, gut. Ich habe nicht viel vor. Und zwar, ich möchte nach 2 Tagen... Jetzt habe ich tatsächlich noch mal eben eine Regelfrage, weil ich das noch nie gemacht habe. Ist es möglich, mehrere Objektwein gleichzeitig bei sich zu tragen? Oder explodiere ich Kamal und gehe Uppe? Nirgendwo steht etwas, dass es nicht geht. Du darfst nur nicht mehrere auf dasselbe Objekt legen. Okay, dann würde ich jetzt ein anderes meiner Objekte weihen. Komm, wo habe ich es hier? Dann, weihe ich eine Spielfigur vom Roten Kamel, vom Frack der Golgari. Ich wollte gerade sagen, eine Spielfigur? Welche Spielfigur? Der Diamant ist? Hätte ich mich ein selbstgeschnitztes Pferd nehmen können? Das habe ich im Inventar, das wird jetzt geweiht, so wie ich hier habe, Freunde. Ein rotes Kamel? Ja, es ist vom Frack der Golgari, deswegen finde ich das gar nicht so. Oh, okay, ja. Cool. Habe ich mir nicht ausgedacht, kommt von Zulamin. Ich habe einen Beutel getan. Ja, ist cool. Ich würde nämlich einmal das schwarze Fell wirken. Würfel einmal eben die Liturgie. Plus 6 wegen Rat 4, minus 2, weil ich es im Chortempel mache, weil ich nicht doof bin. Du hast auch Mitbeter, wenn du willst. Ja, 10 Stück. 9 und Bauer Rogel. 9 und Bauer Rogel. Ich möchte ohne Bauer Rogel beten, Alternative für Dapazien. Kriege. Angler für den Derkel.